Ja, herzlich willkommen zum verbalen Hosenlupf, weil der Nöldi vorher gestern am Nordostschweizerischen selber geschwungen hat, würde ihm für die Nachbetrachtung von diesem Fest Objektivität fehlen. Und darum sind wir bei einem anderen König, Matthias Sempach. Guten Tag, Matthias. Tag, Marcel. Seit 2010 haben wir ausschließlich Schwingerkönige gehabt aus dem Bernbiet. Aber ich nehme an, du hast dich nach dem gestrigen NAS damit abgefunden, dass die Berner Königsserie wird senken, weil der Sammy Giger, wie will man den stoppen? Das ist ja unfassbar, was der aufführt. Also stoppen kann man jeden Gegner. Wie? Wie willst du den Sammy Giger stoppen? Also es ist der Beste und ich glaube, er macht da viel dafür, macht sehr viel richtig. Und an sich, wenn er so dominant ist, dann darf er von mir aus auch Schwingerkönig werden. Das muss man betonen. Und er hat alles dazu und stoppen kann man ihn durch eine Niederlage. Gestern hat nicht viel gefällt, zum Beispiel beim Adrian Walter, da fehlen Zentimeter. Das ist auch sehr eindrücklich, wie der Giger der hier rauskommt. Das ist unglaublich. Und das Eidgenössische, das ist wieder ein neues Fest. Es geht über zwei Tage, es sind acht Gänge. Und erst im Schlussgang weiss man dann, oder nach dem Schlussgang wäre, dass das Fest gewinnt. Berner gehören nach wie vor zu den Favoriten. Aber aus der Ostschweiz hat es mehrere nehmen, die ich wollte jetzt eine klare Ansage von dir. Wie viel setzt du darauf, dass der Giger Schwingerkönig wird? Momentan sehr viel. Sehr viel. Wie viel? Du hast etwa 2 Millionen auf dem Konto. Nein, davon nicht. Sehr viel. Also, wetten tue ich nicht. Das habe ich nie gemacht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross. Er ist ja so dominant. Ich habe das Gefühl, wenn er gestern den ersten Gang hat verloren hat, am Abend wäre er gleich im Schlussgang gewesen. Er ist so dominant, ihm passieren sehr wenige Fehler. Ich habe das Gefühl, der Samuel Giger könnte mehr Schwingerkönig werden. Aber wenn du sagst, man kann nicht gleich stoppen, es gibt ein Rezept. Welches Rezept ist das? Was würdest du deinen Berner Freunden sagen? Ja, das hat man gestern gesagt, der Walter nimmt über das Knie ab. Ich habe das Gefühl, auch Fussstich könnte gehen, Haken, schön, Brienzer. Der Eschbacher, weil er letztes Jahr einen Brienzer vorwärts gemacht hat. Der Eschbacher ist kein Brienzer-Spezialist. Der hat auch nicht so viel gefällt. Wir haben es im letzten Eidgenössischen gesehen, der hat er auch gerne verloren gegen einen Suppiger. Das Mentale wird er sicher auch sehr, sehr wichtig sein, also er mit dem Druck umgehen. Ja. Gleich noch ein Wort zum Nöldi vorher. Er hat gestern den 149. Kranz gemacht und hat damit ganz viel in den Mund gestopft. Auch dir, du bist ja einer von denen, der skeptisch war, dass der noch mal einen Kranz macht. Jetzt musst du ihm Abbitte leisten. Ich habe schon gedacht, dass er einen Kranz macht, aber er hat mir lange ein bisschen gedauert, wie er geschwungen hat. Es war nicht mehr gut gewesen, er hatte Schmerzen gehabt. Und ich habe mich oft gefragt, wieso tut er sich das an? Ich freue mich für ihn, dass er jetzt wieder die Kranz holen kann, dass er nicht mehr Schmerzen hat. Und die Kranz, die er bei Säure geholt hat, hat er verdient. Für Leute, für ihn habe ich das Gefühl, es nicht mehr. Sprichwort «Dauert» hat einmal müssen, der Dani Bösch. Und jetzt sind wir bei einem Thema, wo es keine zwei Meinungen gibt. Dani Bösch hat vor über einem Jahr die Diagnose Krebs bekommen. Du hast ihn letzthin, hast du ihn das erste Mal getroffen seit der Diagnose und du hast mir gesagt, es hat mich tief berührt. Was ist dir so besonders eingefahren an dieser Begegnung? Ja, auf jeden Fall eine die Geschichte, oder? Als ein Mann mit diesem Format, mit diesem Alter, so also schwer erkranken kann, nicht gut zu Wege ist über eine längere Zeit, isoliert ist, das hat mich schon bewegt. Ja. Er war wirklich ganz tief und habe mich sehr erfreut, wie er wieder zu Wege ist. Man sieht ihn nicht mehr an, hat mir einen super Eindruck gemacht, er ist sehr motiviert dazu, mit seiner Metzgerei. Hier merkt man, er will den Vollgas geben. Die Leidenschaft, die hat man gespürt und es war einfach schön, ihn nicht zu sehen, weil lange hat man wirklich nicht gewusst, wie es ihm geht und wie es rauskommt. Ja. Er hat dir ja seine ganze Krankheitsgeschichte erzählt. Was ist dir am heftigsten eingefahren von dieser Erzählung? Welcher Punkt? Ja, eben, weil so ein Mann, wo man ja, gegen ihn manchmal gewonnen hat, alles erlebt, von Siegen über Niederlagen. Wir haben manchmal gefeiert, zum Beispiel auch das erste Mal im 8. Gang, wo es so heiß war. Ja, wenn man einen gut kennt, der so viel stark war und dann auf einmal einfach gehört, dass es eben irgendwann einem nicht gut gehen kann, dass man ganz tief ist, dann tut es ihm schon ein bisschen bewegen. Ja. Und er war eigentlich schon fast tot gewesen, das kann man so sagen. Ja, also er war sicher sehr tief gewesen, ja. Danke, Matthias. Merci dir.